herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Videos über den Süden von Thailand. Ich nehme euch jetzt noch ein bisschen mit über die wunderschöne Insel Koh Phangan und dann auch noch mit nach Koh Samui und werde da einiges machen und euch zeigen, was man da so geiles essen kann, wie schön die Inseln sind und was es hier so zu entdecken gibt. Ich glaube, es ist einiges, was ihr vielleicht auch noch nicht kanntet, also seid gespannt und bleibt dran. In einem Organic Restaurant, das ist sehr cool, das nennt sich Seed to Feed. Und da gibt es alle möglichen Sachen, ganz viel gesundes Zeug, Salate und so weiter. Und alles, was man hier essen kann, wird da hinten angebaut. Da gibt es Gewächshäuser und dann wird das, was man so braucht für den Tag, eben da geerntet und kommt dann hier frisch auf den Teller. Also, das Essen hier ist einfach himmlisch. Wenn ihr also mal hier seid auf der Insel, dann kommt unbedingt vorbei. Ich probiere jetzt noch das letzte Gericht hier. Das ist Kokoseis mit Mango. Und ich bin mir sehr sicher, dass das auch geil ist. Ich liebe es. Miri, lass mich essen. Kurzer Zwischenstopp hier beim wunderschönen Yoga-Studio. Da könnt ihr mal sehen, wie das aussieht, wenn man in Thailand Yoga macht. Nämlich an so einer wunderschönen Area hier. Oben ist ein ganz offener Yoga-Bereich. Da dürfen wir jetzt gerade nicht hin, weil da gerade eine Session stattfindet. Aber guckt euch an, es ist wirklich wunderschön hier. Das war ein kurzes, aber wirklich bereicherndes Gespräch, muss ich sagen. Ich habe sehr viel gefragt, einfach weil ich wissen wollte, wie der Buddhismus funktioniert und was das Besondere ist. Und das, was ich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass man mit sich selbst zufrieden sein muss, um mit allem anderen um sich herum zufrieden zu sein. Dass es wichtig ist, dass man in der Gegenwart lebt und nicht in der Vergangenheit. Und dass man sich vielleicht einen Zukunftsplan macht, aber immer davon ausgehen kann, dass der Weg dahin ein bisschen anders ist, als man vielleicht gedacht hätte. Und was ich dann noch gerade gemacht habe, ist, so den ersten Step zur Meditation zu gehen, nämlich einmal zu laufen. Und der Mönch hat mir dann gezeigt, wie das genau funktioniert, auf was man zu achten hat. Also sehr interessant, muss man sagen. Und wirklich was, was ich so auch noch nicht erlebt habe. Damit ihr wisst, wie schön man auf Koh Phangan residieren kann, mache ich euch mal eine kleine Roomtour hier aus meinem Resort. Das ist fast direkt am Strand gelegen, da hinten kann man das Meer sehen. Hier ist eine wunderschöne Gartenanlage und ich habe eine eigene Outdoor-Badewanne. Voll geil. So schön sieht das hier drin aus und ich habe sogar einen eigenen Baum. Hast du auch einen eigenen Baum, Miri? Mhm. Geil. Wunderschön. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Von meinem Hotelstrand hat man übrigens einen überragenden Blick auf den wunderschönen Sonnenuntergang da. Dürft ihr nicht verpassen, wenn ihr hier seid. Ich gehe jetzt noch zur Walking Street hier auf Koh Phangan und werde noch ein bisschen was essen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Das ist ein typisches Dessert hier von Koh Phangan. Das ist Kokosnuss mit Kokosnuss. Lecker. Für meinen Geschmack ein bisschen zu weich. Das ist jetzt Fishcake. Der ist sehr spicy, aber lecker. Und der wurde gegrillt, wie man sieht. Und ist noch sehr heiß. Ich habe mir jetzt eine vegetarische Frühlingsrolle bestellt und ein
Cheese Ball für Miri. Das probieren wir jetzt mal. Lecker. Wie alles, wie immer. Lecker. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, habe ich einen überragenden Ausblick aufs Meer, während ich hier eben frühstücke. Und gleich gehe ich mal die Natur von Koh Phangan erkunden. Ich gehe jetzt in den Thanthadet Koh Phangan Nationalpark. Da gibt es einen wunderschönen Wasserfall und den gucken wir uns jetzt an. Eine coole kleine Kletter-Action da hoch. Und bei uns war jetzt nicht so viel Wasser, weil gerade Sommersaison ist. Aber wenn es anfängt zu regnen, dann kann man sehen, dass da so richtig die Wasserfälle so runterstürzen. Also ziemlich cool. Und wenn ihr mal hier in der Gegend seid, dann packt mal euren Motorroller hier und lauft da mal hoch. Auf dem Weg zu meinem nächsten Hotspot bin ich hier vorbeigekommen bei einem Local, der einen Elefanten im Garten hat. Und hier so einen kleinen Teich und der geht jeden Tag mit dem einmal hier rein und schwimmt mit dem und dann kann der da in Ruhe fressen und so. Der steht einfach mit ihm im Garten rum. Ich darf dem Elefanten jetzt noch eine Banane geben und dann geht es für uns schon weiter. Ich mache heute ein bisschen Beach-Shopping hier auf Koh Phangan. Und damit ihr wisst, wo es besonders schön ist, zeige ich euch so 2, 3, 4 unterschiedliche. Mache euch jeweils immer so ein Pin dahin, damit ihr wisst, wo das ist. Guckt euch alle an und dann könnt ihr ja gucken, wo ihr hin wollt. Und auf geht's. Ein Varan. Der ist gerade hier ins Wasser gestiegen und da hinten hingeschwommen und wieder rausgestiegen. So groß war der. Koh Phangan wird von den Einheimischen auch Island of Power genannt. Und das vor allen Dingen deshalb, weil hier der Mond ganz besondere Energie freisetzen soll. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, an Vollmond hier zu sein, dann geht unbedingt mal hier im Wasserfall schwimmen und lasst euch von der positiven Energie mitreißen und euch volle Power wieder zurückgeben. Das ist genau das, was die Locals schon seit Jahrhunderten machen. Die gehen hier schwimmen und laden quasi ihre Batterien wieder auf. Wenn ihr also eigentlich plant, nur zur Full-Moon-Party hier zu sein, dann plant noch einen Abend mehr ein. Dann könnt ihr nämlich erst feiern gehen und am nächsten Tag hier im Wasserfall eure Energie wieder aufladen. Knew from the first time I saw ya, you were not like the others. Koh Phangan ist perfekt für alle, die Wellness lieben. Hier gibt es ganz viele so Yoga-Einrichtungen und man kann überall Massagen bekommen. Und ich probiere jetzt meine traditionelle Thai-Massage aus hier im Siam Healing Center und bin gespannt, wie das wird. So, es geht los mit meiner Massage. Wie ihr seht, es ist sehr gemütlich. Ich bin gespannt. Like someone pretty need a different side of me, yeah. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das an einigen Stellen an meinem Körper doch solche Blockaden gibt, dass es ganz schön weh tut. Alles hat einmal geknackt, der ganze Rücken, alle Zehen, alle Finger. Aber ich fühle mich jetzt so richtig mobil. Von mir aus mache ich das jetzt jede Woche einmal. Ich bin jetzt in einem Eisladen, wo es so ganz viele lokale Eissorten gibt. Ich probiere mich da jetzt wirklich die Sachen, die ich noch nicht kannte. Unter anderem Thai Ling Ling, das ist das hier. Mal gucken, wie es schmeckt.
Mit Zitrone. Zitrone mit Gurke. Ich habe so gut wie alles probiert und mich entschieden für Thai Ling Ling Sorbet und Salted Caramel. Also eine geile Mischung. Danke. Der Tag war für mich heute absolut perfekt. Ich habe wirklich coole Sachen gemacht. Jetzt bin ich hier am Full Moon Beach angekommen. Den kennt ihr bestimmt, wenn ihr die Full Moon Partys kennt, die hier regelmäßig stattfinden. Aber wie ihr seht, wenn keine Party ist, kann man es hier auch sehr, sehr gut aushalten. Wir machen da hinten jetzt so ein kleines Dinner am Beach. Und morgen geht es dann für mich mit dem Schnellboot nach Koh Samui. Der Eindruck von Koh Samui ist wirklich cool. Da hinten ist das riesige Wahrzeichen der Insel, ein riesiger goldener Buddha. Wir warten jetzt hier gerade noch auf unser Gepäck, das wird gerade ausgeladen, dann setzen wir uns aufs Fahrrad und dann geht's los mit der Erkundung. Meine Fahrradtour startet jetzt. Es sieht sportlicher aus, als es wird, glaube ich. Wir kriegen auf jeden Fall Helme auf und haben dann hier so Mountainbikes und dann gucken wir mal, welche Wege wir so fahren. Kommt. Cool. Jetzt war ich auch mal so ein bisschen in einem Dorf unterwegs. Und jetzt gibt es hier einen kleinen Lunch. Und dann gucken wir uns noch den Strand an und dann geht's weiter. Ich habe einen Aussichtsturm entdeckt. Und da kann man ja nicht vorbeilaufen, ohne da mal hochzusteigen. Deswegen gucken wir uns jetzt den Strand mal von oben an. Will I cry? Will I leave behind? Broken and crumbled side. In dem Restaurant, in dem ich jetzt den Mittag esse, gibt es ganz viele Spezialitäten aus Koh Samui. Ich mache euch da mal so einen Pin hin, damit ihr wisst, wie das heißt. Und wenn ihr im Süden unterwegs seid, dann stoppt hier mal, genießt die Aussicht und esst mal so ein paar lokale Spezialitäten. And if I fight, will I come? Die Gerichte sehen einfach geil aus. Das hier ist ein typisch Koh Samuisches Pad Thai. Das ist eine Kokossuppe und das ist hier eine Gemüsecurry, Gemüsesuppe aus ganz vielen verschiedenen Zutaten, die es hier in der Region gibt. Unter anderem ein bestimmtes Gras, was hier angebaut wird, was besonders gesund sein soll. Das ist Reis mit Kokosnuss gekocht und das ist ein Mix aus Ananas und Kokosmilch. Also lauter gesunde Sachen, auf die freue ich mich. Wie ihr gerade gesehen habt, wird Koh Samui nicht umsonst Coconut Island genannt. Es gibt wirklich unfassbar viele davon und hier werden die verarbeitet. Und ich wollte schon immer mal wissen, was hier aus diesen ganzen grünen Kokosnüssen wird. Deswegen gucke ich mir das mal an und zeige euch mal so ein bisschen, was man damit so Unterschiedliches machen kann. Wenn die grünen Kokosnüsse hier angeliefert werden, dann kommen die in die Sonne und werden getrocknet, bis sie braun sind. Und erst dann wird die grobe Schale entfernt. Und das wird mit so einem Messer, mit so einem Hackeball gemacht. Und da drin befindet sich dann die Kokosnuss, die wir aus dem Supermarkt kennen, wo dann also dieses Fruchtfleisch drin ist und ein bisschen Wasser. Und das wird hier alles vorbereitet. Und dann werden die Schalen noch verwendet, um Kohle zu machen. Dann wird das Fleisch verwendet, um entweder Kokosmilch draus zu machen oder eben Seife oder verschiedene andere Sachen. Und das Holz von der Palme und alles mögliche andere wird außerdem auch noch verwendet, um kleine Gegenstände herzustellen, die man dann hier verkaufen kann. Also von der grünen Kokosnuss
bis in den Shop kann man hier quasi den gesamten Weg der Kokosnuss nachvollziehen. Nach dem Fahrradfahren kann man hier entspannen auf der Anlage und nicht eben nur gucken, wie die Kokosnüsse gemacht werden, sondern man bekommt auch eine Fußmassage. Und die bekomme ich jetzt. Nach meiner Fahrradtour habe ich jetzt eingecheckt im Shower & Garden Resort hier auf Koh Samui. Das ist wirklich wunderschön, deswegen zeige ich euch ein bisschen die Anlage, weil die wirklich einzigartig ist und man kann überall barfuß rumlaufen. Das gefällt mir. Ich zeig's euch. Ich weiß jetzt schon, dass ich da sehr gut schlafen werde. Ich habe einen eigenen kleinen Pool. Da werde ich heute Abend mal schwimmen gehen und es mir gut gehen lassen. Sowas hatte ich auch noch nie. Meine Zeit in Thailand ist leider schon wieder vorbei, aber ich habe wirklich unfassbar coole Sachen gemacht. Vor allen Dingen viel mit Locals und ein paar Geheimtipps gesehen, die so noch nicht jeder kennt. Und die Inselwelt war jetzt nochmal ganz anders als die auf dem Festland. Und wenn ihr noch Tipps habt für Koh Phangan und Koh Samui, dann schreibt die unbedingt unten in die Kommentare. Wir freuen uns. Ich setze mich jetzt ins Flugzeug und fliege gemütlich nach Hause. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen und bis bald.